Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von H24 mit dem Kaiserreich. Und die erste Folge ist bei euch ja richtig gut angekommen. Das ist jetzt nämlich die zweite Aufnahmesession bei mir. Das heißt, ich habe heute jetzt erst erfahren, wie euer Feedback war. Und es war sehr positiv, muss ich sagen. Ich würde aber sagen, wir fangen direkt mal an. Sonst labere ich nämlich hier viel zu lange. Genau, wir haben, ich muss gerade selber gucken, wir haben umarmen Sie die FAUD gemacht das letzte Mal. Hier steht es auch, die Freie Arbeiterunion Deutschland ist eine lästige Organisation. Indem wir sie umarmen und sie endlich ungehindert arbeiten lassen, könnten wir vielleicht dafür sorgen, dass sie sich nicht weiter radikalisiert. Genau, das ist nämlich auch genau mein Denken. Steht eigentlich exakt genau so, wie ich mir das auch denke. Ja, da bin ich mal gespannt. So, unser Geheimdienst haben wir gar nicht wirklich ausgebaut. Den sollten wir vielleicht mal ein bisschen ausbauen. Oh, aber auch nur ein bisschen. Deutsch-Ostasien hat Indochina den Krieg erklärt. Nein, 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 nein. Deutsch-Ostasien. Deutsch-Ostasien, warum macht ihr das? Ist das nicht eine Marionette? Kolonialregierung. Nee, warte mal, wem haben sie... Wer ist das? Ach, die sind das. Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Denn ich weiß jetzt nicht, wie viele Mann... Oh Gott, ja. Alter, die haben viel zu viele Mann... Im Feld. Kann ich in den Krieg eintreten? Kann diesem Krieg nicht beitreten. An der Seite eines Verbündeten. Ja, das ist natürlich doof. Aber die haben 27 Divisionen. Wie groß ist das? 250.000. Was können wir sonst machen? Der Pachtbeginn. Haben wir denn Waffen? Oh, ein paar haben wir. Ich glaube, dann schicken wir mal ein paar Waffen. Ja, das ist nicht gut. 4.000 Waffen. Haben wir genug Konvois dafür? Ja, scheint so. Auch anscheinend wahrscheinlich gar keine Konvois. Indochina erklärt seine Unabhängigkeit. Sie sind sicherlich keine vorbildlichen kolonialen Untertanen. Belgische Unabhängigkeitserklärung. Viel Glück, Belgien. Was? Wie jetzt? Das ist doch unsere Marionette. Was machen die Leute hier? Gefällt mir nicht. Ja, moin. Belgien einfach unabhängig geworden. Lol. Geil. Damit können wir jetzt nicht mehr so leicht in Frankreich einmarschieren. Scheiße, Mann. Scheiße. Die Belgische Revolution. Ah ja, okay. Kann ich kurz zusammenfassen. Die Belger haben jetzt einfach eine Revolution, steht ja hier. Und wir können jetzt entweder denen den Krieg erklären oder wir sagen, wir versuchen mit denen zu verhandeln. Aber wir wollen ja Belgien wieder haben. Deswegen greifen wir Belgien lieber an, würde ich sagen. So. Okay. Genau, 100 politische Macht im Minus dann. Halb so schlimm, passt schon. So. Und los. Durch da. Ach, es sind nur zwei Provinzen. Ich dachte, hier wäre noch eine in der Mitte. Gut. Wir haben minus 5% Stabilität. Ihr seht es auch. Man kann echt minus Stabilität haben. Ich weiß nicht, aber macht eigentlich auch Sinn. Würde ich sagen. Radikale gewinnen. Wahlen in Serbien. Ja, sehr gut. Wie das geendet hat, wissen wir ja. Costa Rica request a German garrison. Send the detachment. Dann verlieren wir 100 Einheiten von deutscher Infanterieausrüstung. Und 100 Mannstärke. Das ist jetzt erstmal nichts. Nichts Wildes. Aber Costa Rica ist sozialkonservativ, also demokratisch. Aber wozu brauchen wir es überhaupt? Rising Instability in the USA. Okay. Ja, komm, dann machen wir das. Die USA scheinen instabil zu werden. Die werden wahrscheinlich auch komplett kaputt gehen, die USA. Mal sehen. Ist, glaube ich, in dieser Mod meistens so. So, und Belgien hat eigentlich nur diese Provinzen. 1, 2, 3, 4, 5, genau. 5 Provinzen, die wollen wir alle haben. So, eine Marine haben sie nicht. Dann machen wir weiter. Gründung des Belgrader Paktes. Hoffentlich fängt der Balkan nicht wieder einen Weltkrieg an. Ist das so? Ist das so, dass dem Balkan jetzt die Schuld an dem Ersten Weltkrieg gegeben wird? Das ist interesting. Belgrader Pakt hier. Unter Serbien. Genau, ist dieser Radikale anscheinend. Ja. Gut. Umarmen Sie die FAUD, haben wir jetzt gemacht. Genau, hier. Jetzt haben wir mehr Fabrikleistung.
jetzt könnten wir das machen, dann können wir den Bundesrat wieder einsetzen und dann können wir hier anfangen, unsere den schwarzen Montag-Effekt wegzukriegen. Deswegen machen wir jetzt auch Demokratie in Preußen. Okay. Schicksal Belgiens? Annexionsbeschlüsse. Nachdem wir die Kontrolle über neue Landstriche erlangt haben, müssen wir nun herausfinden, was wir damit machen. Die Besetzung kann teuer und destabilisierend sein, aber sie würde uns den direkten Zugang zu den Reichtümern dieses neuen Landes ermöglichen. Auf der anderen Seite wäre die Schaffung einer Marionettennation sicherlich billiger, aber unsere neuen Untertanen sind vielleicht nicht so zuverlässig, wie wir denken. So oder so, Schicksal der Nation liegt der Nation liegt in unseren Händen. So, gut. Was passiert denn dann? Erhält Schicksalberg. Wir machen es mal. Ah, okay, jetzt kriegen wir ein Event. Okay, nach einem kurzen Feldzug über die Felder Belgiens kontrollieren wir nun die Region und wir müssen entscheiden, was wir damit machen. Belgien ist ein sehr geteiltes Land und es nach kulturellen Gesichtspunkten zu teilen, könnte hinterher weniger Probleme bereiten. Ein loyales Belgien freilassen? Ja. Oder Split Belgium, we shall decide what to do with. Okay. Oder militärische Besetzung ist die einzige Antwort. Das ist jetzt die Frage, was haben die denn da für Ressourcen? Ja, ein bisschen Stahl, ne? Aber gut, ich würde das schon gerne haben. Machen wir auch, ist jetzt egal. Wir machen das jetzt einfach, damit wir auch schön später durch Frankreich durch können. Wenn Frankreich glaubt, uns angreifen zu müssen. So, wie sieht denn in Ostasien der Krieg aus? Ah, da wurden welche eingekesselt. Das ist nicht gut. Na gut. Okay, wir haben wieder Waffen im Plus. Österreichisches Kaiserreich verkündet Unterstützung für Bulgarien. Nur Bulgarien kann den Balkan stabil halten. Oder wir haben kein Interesse am Balkan. Ja, wir halten zu Bulgarien. Ist ja unser alter Verbündeter aus dem Ersten Weltkrieg. Würde ich sagen, die unterstützen wir. So. Machen wir mal 10 Divisionen. Und das ist alles gut, wie es da läuft. Sehr schön. Mustafa Kemal ergreift die Macht. Ist dies eine Rückkehr zu 1913? Okay. Also Mustafa Kemal Atatürk kennen wir ja. Weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Aber irgendwie sehe ich hier keinen Mustafa Kemal. Naja, egal. Staatsreich in Algier. Er hätte es kommen sehen müssen. Okay. Ein Staatsstreich auf jeden Fall. Aber wo? Wo ist das? Wahrscheinlich hier, oder? Ach, da ist es ja. Jo. Huey Long zum Präsidenten der USA gewählt. Oder Huey Long. Ja, okay. Oh, da gibt voll geile Sachen. Der Kingfish. Hä? Okay. So, in Bulgarien ist irgendwas mit Diktatur. Wir haben Forschung abgeschlossen und unseren Geheimdienst weiterentwickelt. Sehr gut. So, weiter mit dem Geheimdienst. Achso, genau, der spanische Bürgerkrieg. Genau, der spanische Bürgerkrieg ist in diesem Szenario einfach 1:1, glaube ich, genauso. Nur, dass hier Königreich anscheinend ist. Hier ist kalistisch. Also irgendwie ist das ja eigentlich auch noch monarchistisch. Und hier ist, ja, diese Syndikalisten, ne, die wir halt hier auch aufhalten wollen. Bei uns im Land. Damit genau sowas nicht passiert. Ja, ja. So, wir brauchen weniger Wolfram. Haben Demokratie in Preußen abgeschlossen. Ich hoffe, wir kommen heute. Ach ne, das war ja. Brauchen wir nicht weniger. Das ist unsere Marionette, deswegen. Okay, es passt schon. Genau, ich hoffe, wir kommen heute ein bisschen weiter. Weil wir haben immer noch 1936. Und wir haben gerade Folge 3. Also, wir haben noch nicht ein Jahr durchgespielt. Ich weiß nicht, ob die Zeit langsamer läuft. Es ist halt viel zu lesen, Leute, ne? Deswegen geht die Zeit halt sehr schnell rum. Aber ist ja auch nicht schlimm. Dann wird das mal ein längeres Projekt. Republikanischer Sieg in Brasilien, wie erwartet. Also ich muss sagen, Demokratie gibt es echt viel, ne? Es geht hier ab. Was ist denn hier los? Aber gut, ich finde das gut, wenn hier weniger Länder sind.
Ja, ganz gut, dass sie sich bekriegen. So, Waffen aus Mittelafrika. Unsere neue Kolonialverwaltung in Afrika hat Fortschritte bei der leichten Industrialisierung mit billigen und sogar erzwungenen Arbeitskräften für die industrielle Produktion erzielt. Dies hat die Herstellungskosten erheblich gesenkt und uns zusätzliche Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Man kann nie genug Waffen haben. 500 Einheiten von mittelafrikanischer Infanterieausrüstung kriegen wir. Okay. Bulgarien bittet um Unterstützung. Unser Verbündeter aus dem Balkan in den Jahren des Weltkriegs, das Zarenreich Bulgarien, hat sich mit einem diplomatischen Gesandten an uns gewandt, besorgt über die Aufrüstung seiner Rivalen in der Region und die österreichische Untätigkeit gegen sie, bittet es um finanzielle und militärische Unterstützung, um ihm in einem möglichen Krieg beizustehen. In der Zeit zwischen den Weltkriegen haben sich die Bulgaren von unserem Einflussbereich entfernt, da sie keine gemeinsamen Interessen hatten und über die Behandlung Bulgariens im Weltkrieg enttäuscht waren. Und nun kommen sie zu uns an und winseln. Sollten wir etwas für ihre Hilfe erübrigen? Wir sind ein großzügiger Gott. Okay, okay, okay. Kriegen wir 1000 Infanterieausrüstung? Kriegen die, meine ich. Und Landdoktrin kostet minus 10% oder mehr Erfahrung plus 50. Und wir sind nicht am Balkan interessiert. Gibt uns Kriegsunterstützung minus 2. Ja, wir nehmen das andere. Wir nehmen das andere. Ich glaube, Bulgarien wird jetzt gleich auch irgendwie zerfetzt anscheinend. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ich bin gespannt. Sehr gespannt. Okay. Chiva ist auch so ein Land, was ich wieder nicht kenne, aber gut. Müssen die wissen. Sultanat Ägypten. Hier geht es scheinbar besser als unter den Briten. Zumindest was die Landmasse angeht. So, Hans von Sechs Beerdigung. Lebt wohl, ihr beiden. August von Mackensen aus deutsches Kaiserreich außer Dienst setzen. Okay. August von Mackensen ist jetzt wirklich entfernt worden. Ja. Italiens Demokratie überlebt. Aber ja, August von Mackensen scheint echt weg zu sein. Was war das denn? Was ist das? Angriff Adri plus 10 habe ich noch nie gesehen. Okay. So, was Österreich-Ungarn hat unseren Nicht-Angriffspakt widerrufen scheint. So. Okay, müssen die wissen. Nationalistischer Putsch in Bolivien. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Welt sich polarisiert. Mhm. Okay, so. Jetzt könnten wir abschließend Reform machen, kriegen Stabilität plus 10% oder wir machen Investitionsprogramm. Das wollten wir natürlich machen. Deutscher in Peking verführt von orientalischer Schönheit. Ach Gott. Alles klar. Otto Wels, hochrangiger SPD-Chef. Hielt einen. Achso, eine vernichtende Rede. Ich dachte, der hätte sich verführen lassen. Aber nee. Gut. Nicht so schlimm, dass das überhaupt in den Nachrichten vorkommt. Aber gut, unsere Marionette scheint das hier niederzuschlagen. Und es geht echt los. Die Serbische Republik hat Bulgarien den Krieg erklärt. Jetzt ist Bulgarien im Krieg gegen Griechenland, Rumänien und Serbien. So, jetzt gucken wir mal, wie groß dieser Krieg denn ist. Der vierte Balkankrieg. Oh mein Gott, weltweite Spannung plus 5%. 102.000 haben die im Feld, die anderen 192.000. Wir könnten Freiwillige entsenden, sind aber nur 2. Könnten Leibpacht entsenden. Haben aber, glaube ich, selber nichts. Haben wir nicht. Egal, dann machen wir nichts. Wir bleiben lieber untätig. Wenn man jetzt wüsste, ob die noch wichtig werden, ne, dann wäre natürlich was anderes. Aber das wissen wir halt nicht. So, irgendwas haben wir Königreich Spanien. Genau, einer Königreich Spanien hat kapituliert. Oh nein. Bitte nicht die. Können wir hier Freiwillige entsenden? Auch 3 können wir da entsenden. Weiß nicht, ob das was bringt. Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. So. Ich habe nämlich lieber die hier. Als die hier. Bin ich ehrlich. In Bulgarien könnten wir auch was hinschicken, wie gesagt. 2 Divisionen. Ja, könnten wir mal tun. Was ist denn das hier? Das Nationalpopulisten, das sind auf jeden Fall Rechte. In Serbien auch. Und hier sind Sozialliberale. Na gut, ich finde das jetzt eigentlich, brauchen wir gar nicht eingreifen unbedingt. Weil die sind halt autoritäre Demokraten wie wir, ne? Ja komm, hinschicken können wir ja. Mal gucken, wie stark wir mitkämpfen können mit 2 Divisionen. Wird wahrscheinlich sehr schwer. Aber probieren können wir es ja. So.
Okay. Das baut hier schön weiter. Wir bauen noch ein paar mehr. Wenn sich der verrückt, 2 Stück. Luise Hoffmanns Pazifikflug. Was für eine Leistung. Die erste deutsche Frau, die Welt umrundet hat, glaube ich. So, aber wie gesagt, ich will nicht so viel vorlesen. Deswegen nicht wundern, wenn ich mal manche Events wegklicke, die nicht ganz so wichtig für uns gerade sind, weil für uns sind eigentlich nur die politischen wichtig. So, warum greift er nicht an? Jetzt greift er an. So. Zerquetschen wir die so. Dann haben wir hier noch 2 Divisionen. Die haben keinen Kommandanten. Wo greifen wir da an? Ich glaube, hier ist am schlauesten. So, dann greifen die mal da an. Dann können wir Griechenland ein bisschen kaputt machen. Standoff in Amerika. In den Vereinigten Staaten ist eine angepasste... Ach du Scheiße, Pattsituation. Ausgebrochen, als der gewählte Präsident Huey Long in die Stadt Bettenrug floh, nachdem er von General Douglas MacArthur gewaltsam aus seiner Position entfernt worden war. Von Bettenrug aus haben Longs Anhänger die Regierung von MacArthur für rechtswidrig erklärt, ebenso wie die nördlichen Anhänger des in Chicago ansässigen Syndikalisten Jack Reed und die Gouverneure des Pazifiks unter der Führung von Gouverneur Frank Merriam. General MacArthur hat allen eine Frist von 30 Tagen eingeräumt, um entweder zurückzutreten oder sich einer Verhaftung und Hinrichtung zu stellen. Die Idee, dass Amerika in einen zweiten Bürgerkrieg geraten sei, zu sein scheint fast sicher. Ich sehe es. Okay, der Krieg ist also noch nicht ausgebrochen. Es geht jetzt darum, ob die ja annehmen, ob die ne, verhandeln können. Und ich bin ehrlich, also klar, das wäre am besten. Aber ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass die Syndikalisten gewinnen. Das wird sonst schwer. Was Früchte der offenen Tür? Okay, was haben die? Ja gut, auf jeden Fall müssen wir die Amerikaner auch unterstützen. So viel ist safe. Noch sind sie immer noch nicht im Krieg, okay. Ja denn. Bin ich gespannt, wie das da abgehen wird. Wir werden auf jeden Fall was hinschicken, so viel ist klar. Finnland und der Reichspakt. Finnland ist seit 1917 inoffiziell mit Deutschland verbündet und gehört seitdem zu Mitteleuropa. Nachdem sie jedoch ihre Regierung stabilisiert haben, sollte ihre Mitgliedschaft im Reichspakt erneuert werden. Willkommen zurück. Ja, gerne. Klar. Finnland kann gerne rein. Aber wie sieht denn die Grenze hier eigentlich aus? Das ist ja ganz weird. Das ist irgendwie ganz weird. Wie stark sind die? 77.000 Mann, ja. Ist solide, würde ich sagen. Ist solide. Okay, das ist nicht so solide, was hier passiert, wiederum. Probieren wir es mal so. So, wie sieht es in Griechenland aus? Okay, das ist gut. So, Wahlen von 1937, jetzt wird spannend. Heute wird das deutsche Volk seinen Vertreter im Reichstag wählen. Die Wahlen sind hart und umkämpft und die Ergebnisse werden mit großer Spannung erwartet. Über das Schicksal mehrerer Parteien und natürlich des Kaisers selbst könnte heute entschieden werden. Wenn es den Sozialdemokraten gelingt, sich genügend Stimmen zu sichern, wird der realistische Flügel der sozialliberalen FVP mit ihnen eine Koalition bilden. Eine andere Möglichkeit würde eine Koalition fast aller liberalen und bürgerlichen Parteien, NLP, FVP und die bayerische Splitterpartei BVP, gegen die Vorherrschaft der DKP, angeführt von dem geliebten Löwen von Afrika, Paul von Lettow-Vorbeck, oder die DKP könnte einfach ihre komfortable Mehrheit fortsetzen. Wer soll gewinnen? Ja gut, das ist jetzt die Sache, ne? Ich weiß halt nicht, was wir brauchen, so bin ich ehrlich. Also hier genau, hier es gibt ja Frauenwahlrecht und da brauchen wir Sozialdemokraten für. Ist jetzt die Frage, ob das so schlimm ist, weil den Kaiser behalten wir ja trotzdem. SPD und realistische FVP oder der Löwe brüllt die neue Große Koalition. Also das hört sich für mich ziemlich instabil an. Allerdings kriegen wir hier halt Moral der Armee plus 10, warum auch immer. Das machen wir sowieso nicht. Also, dass der Kaiser weiter hier... DKP, dass der hier die politische Gewalt hat, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Damit würden wir wahrscheinlich das, also würde ich jetzt sagen, das System wäre dann zu altmodisch, sage ich mal. Wenn überall Demokratie und Sozialismus und Kommunismus ausbricht und wir dann weiterhin das alte System waren, glaube ich nicht, dass das so viel Sinn macht. Ich weiß es aber auch nicht besser als, ich weiß es halt nicht. Ich würde sagen, wir nehmen die SPD, so.
Genau. So, jetzt haben wir die SPD. Jetzt können wir nämlich auch Frauenwahlrecht machen und können damit ein bisschen mehr Stabilität reinholen. Gut. Dann bin ich mal gespannt, wie... Ach du Scheiße. Das ist hier noch einer. Marktliberal. Okay, es wundert mich nicht hier hinten mit Kalifornien und so. Kalifornien ist so in Süd- und Nordkalifornien aufgeteilt. MacArthur hat nicht wirklich viel Gebiet mehr. Aber wir müssen auf jeden Fall die amerikanischen Unionsstaaten unterstützen. Das ist auf jeden Fall sicher. Bin mal gespannt. Das müsste jetzt eigentlich... Oder haben die sich jetzt geeinigt, ohne dass ein Krieg ausbricht? Ja, irgendwann wird nämlich sowieso ein Krieg da ausbrechen, bin ich mir sicher. Okay. Die könnten wir mal da ablenken. Und ansonsten würde ich sagen, Leute... Genau, wir haben das Investitionsprogramm fertig. Jetzt können wir direkt mal... Achso, den Goldstandard können wir noch nicht machen. Eine der folgenden Bedingungen muss zutreffen. Hat Schwerpunkt SIP 3 abgeschlossen. Hat Schwerpunkt... Wo waren die nochmal? Die waren doch hier. Genau. Gut, dann müssen wir das machen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Stabilität. Basisstabilität plus 10. Veränderung der Beliebtheit hinsichtlich Sozialdemokratie plus 10. Und Veränderung der Beliebtheit hinsichtlich Sozialliberal plus 5. Machen wir. Und was wir noch machen, ist die Folge beenden. Denn die geht schon wieder lang genug, Leute. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr Bock auf den nächsten Teil habt, dann zeigt mir das gerne mit einer positiven Bewertung, einem Kommentar, einem Abo. Und ansonsten sehen wir uns ganz einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.